irgendwie alles nicht so toll und alles nicht so einfach, leider. Was macht denn hier Excel? Excel ist... Ach ja, da hat sich schon wieder einen neuen Charakter gemacht. Das ist irgendein Bill-Post jetzt gemacht oder so. Hat auch schon 4000 Gearscore, was mich ziemlich verwundert hat. Aber ja, naja. Ja, aber können wir schnell nachschauen. Item Market. Viel Angebot. Lusaka-Äxte werden hier verkauft. Not bad, not bad, not bad. Da gibt es irgendwie Behemoth. Ach ja, haha. Habe ich Axt mit T geschrieben? Ich weiß nicht mehr. 25 Perlen für eine BH-Axt. Uff. Das ist definitiv das Stuff, den wir selbst farmen werden und müssen. Was haben wir hier? 15 Perlen. Die ist ein Schnapper. Weil ich auch hier sagen muss, bringt zwar Gearscore und Attack und so, aber ist ja gar nicht mehr so viel irgendwie, oder? Ich meine, die ist viel besser und so weiter. Und ich meine, zweimal das Ding ist halt dann ziemlich geil, aber so aktuell ist es halt. Oh, weiß nicht. Ja, Stuffs und Wands, die geben halt so ultra viel. Auch Knuckle ist halt wirklich krass. Angriff. Warte, was? Ach, das war die. Was ist das? Zweihandschwert? Wo war ich denn gerade? One Hand. Hier. Hä? Willst du mich verarschen? Warum ist das Ding denn so OP? The fuck? Es bringt 30% Attack, oder wie? Was zur Hölle? Naja, klar. 30k Attack bringt das ungefähr. 30% Attack. Macht's vielleicht Sinn, mit Axt und Schwert zu spielen? Boah. Das ist natürlich wieder schwierig. Ah, die Werte von diesen Waffen sind ziemlich geil. Die gefallen mir. Ja, nicht von allen, aber von einigen. Alter Mentalist. 30% PvE-Schaden. Muss ich mir ganz kurz screenshotten. Für jemanden. Okay, ich bin mir gerade nicht sicher, was ich eigentlich gerade mache. Die Axt ist halt echt nicht so geil. Warum sind die Schwerter so OP? Kann man halt am Ende vielleicht wirklich mit einer Axt-Schwert-Kombo spielen? Das wäre echt interessant. Also da müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen informieren. Ich muss mal schauen, was die anderen hier so spielen, die anderen Blades. Ob das vielleicht wirklich eine Option ist, die viable ist. Ob man die wirklich nutzen könnte, sollte, müsste. Ich bin bei den Mobs, die sind viel zu niedrig eigentlich. Äh, 145. Was haben die? 43. 152, 9 Level drüber. Die anderen 155. 152 haben die bei Kalgas gehabt. Die sind. Ne, warte, die sind auch zu hoch. Was waren die? Boah, gibt's denn hier keine Mobs, die irgendwie angenehmer sind? Mich stört es irgendwie mega, dass die halt also durcheinander sind. 100. Also was für Mobs hatten wir noch aktuell? 13 Minuten noch. Ja, das ist halt ein Witz, 155, aber was willst du damit?
sind nicht die, die ich gerade will. Irgendwo dazwischen hatten wir noch so andere Mobs, aber ich weiß nicht genau, wo die waren. 52er. Ja, geiles Bronze, so, keine Frage. 145er, Mann. Willst du noch flachsen? Die da will ich, oder welche waren das? Ne, die da will ich. Ich glaube, die sind nicht auf ihrem Spot. Ich glaube nicht, oder? Sieht aktuell nicht so aus. 43er. Ach komm, das gibt es doch jetzt nicht. Was sind denn diese Mobs? Es laufen wir genau dahin. Vielleicht sind die halt wirklich da, aber die anderen sind halt nicht da. Und 43er. Die sind halt einfach nicht da. Meine Fresse. Ja, wenn wir die jetzt nicht finden, müssen wir gleich nur 52er leveln. Das ist halt kacke, aber... Was ist denn hier los? Ah, die Mob-Verteilung, die ist echt mies. Die ist richtig mies. Plötzlich. Ich glaube, wenn wir dann zu viele XP verlieren, leider. Naja, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich bin auch noch scheiße XP. Warum gibt es so wenig XP? Party nicht mehr voll. Toll. Uff. Gefällt mir gar nicht. Ich logge meinen bestimmten Charakter ein. Ich weiß es halt immer noch nicht, ob jetzt hier die Filler was bringen, aber ich denke, haben wir schon. Party Leader ist Lord. Lord, hier ist die Party. Warte mal, der hat keine Scrolls an, kann das sein? Keine Scrolls an. Weil ich habe Scrolls an, ich weiß nicht, ob es ausmacht. Okay, es macht nichts aus. Solange er ein anderes Kreuzen hat, ist es egal, schon mal, okay. Na gut. Ja, sowas ist ein bisschen zerrissen, die Level-Session. Vor allem, dass ich gerade auch nicht die Mobs nicht mehr finde, die ich halt eigentlich jetzt gerade killen wollte, wo ich gerade leveln wollte. Das ist natürlich gerade auch wieder ein bisschen nervig, aber... Ja, der Schaden ist es gerade nicht. Ist nicht mehr so geil. Ah, fuck, die Möbel sind aus. Blöd, 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 blöd. Da ist natürlich jetzt gerade ein bisschen deprimierend. Hätte ich vor allem drauf achten müssen. Das war jetzt halt... Ja, es ist eine dumme Sache, wenn man die halt übersieht. Weil man verliert so viel Damage und so viel XP damit hat eben auch. Da ärgere ich mich dann schon so ein bisschen drüber, ja. Blöd. Mann, die XP sind aber echt kacke. Jetzt gehen wir trotzdem in eine andere Party hier. 7 von 8. Na, 0,3%. Nicht zufriedenstellend, leider. Nicht mehr annähernd. Es wäre geiler. Ja. Die richtigen Mobs sind halt wichtig, dass wir die Bonn hätten könnten, dass wir da auch so einen richtigen Spot haben und so weiter.
Aber ohne im Ganzen sieht es schlecht aus. Ja, also jetzt ich meine, hätte man noch ein bisschen mehr Zeit und so, würde ich jetzt halt noch einen Spot suchen, aber für die letzten 10 Minuten macht es keinen Sinn. Weil ihr müsst mir dran denken, wir hätten jetzt, also die XP, die wir jetzt verlieren durch Suchen, die kriegen wir nicht mehr rein. Dass wir gerade aktuell 2 Hits brauchen für die Mobs, ist halt wieder, ist halt einfach nur bad. Bad und sad. Ja, das Pet wäre cool, wenn es noch Level up gehen würde, aber das ist halt absolut undenkbar. Also aktuell haben wir jetzt 10 Level gemacht. Das heißt, wir haben jetzt schon... Nee, noch nicht. Aber wir haben jetzt, ich würde mal sagen, so 2000 Mobs haben wir ungefähr gekillt. Zum aktuellen Zeitpunkt. Vielleicht schaffen wir 2-1, 2-2, bis die Stunde rum ist. Weil wir haben, glaube ich, noch nicht ganz 2000. Wir haben am Anfang irgendwie 0,8 bekommen oder so. Jetzt kriegen wir nur noch die Hälfte. Ganz so krass ist es nämlich nicht. Aber krass, das Inventar fast voll. Das ist ziemlich krass. Ja, die ganzen Drops, die herumliegen. Vor allem, wenn man bedenkt, die müssen alle gerendert werden. Die funkeln auch noch alle und so. Hm, schon krass. Ich meine, damals hat es einfach so die FPS beeinträchtigt. Und jetzt einfach so, ja, schon egal, so liegt halt da. Das liegen fast schon. Ja, 1:28. Langsam wird's anstrengend. Ich wollte noch ein bisschen Sport gemacht und so weiter. Wo ich übrigens aktuell auch so ein bisschen Dead End bin. Ich komme gerade einfach nicht mit einer gewisse Schwelle hinüber oder hinaus. Ich habe das Niveau, mit dem ich zufrieden bin, ist okay. Aber ist halt nicht gut. So. Das ist so. Ich habe Ziele, die mir festgesetzt oder festgesteckt, würde ich sagen. Und die will ich halt erreichen. Und da ist ja momentan, dass ich sagen muss, ja, sieht nicht so aus, als würde es aktuell so klappen. Und ich weiß nicht. Ein bisschen schade ist das aktuell. Also für manche Ziele habe ich mir eigentlich nur so ein paar Monate genommen. Und also ich sage mal so, für manche Ziele dachte ich mir so 2 bis 3 Monate, wenn ich es aktiv mache. Okay, dann habe ich es. Ich habe es auch aktiv gemacht, wirklich ohne große Pausen oder so. Nur wenn ich mal krank war, dann halt nicht. Das waren, glaube ich, 2-3 Mal seitdem. Aber ich habe, also mittlerweile fast ein, seit wann mache ich es denn regelmäßig? Ich würde eigentlich sagen, es ist fast ein Jahr vergangen. Also ja, nehmen wir es mal ein bisschen sportlicher. Weniger als ein Jahr. Wo ich jetzt wirklich sehr aktiv dabei bin, würde ich sagen, so im März. Also vor 6,5 Monaten ungefähr. Ist noch nicht so lang, ja. Also ich habe schon davor was gemacht und so. Eigentlich schon seit August 2022, eigentlich schon seit 13 Monaten. Also richtig halt erst seit März. Aber ja, trotzdem, ich habe halt so Ziele, wo ich mir gedacht habe, okay, 2 Monate habe ich die erreicht von dem Zeitpunkt aus. Jetzt sind 6,5 Monate um und nada. Vor allem das Schlimme ist aktuell, also ich bin seit 2-3 Monaten einfach stuck an der Stelle, wo ich nicht mehr weiterkomme. Und da hat man halt dann irgendwann schon ein bisschen Motivationsprobleme. Also die Motivationsprobleme, die häufen sich zumindest, so wie kann ich sagen. Und 43 läuft aktuell ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin. Sehr zufriedenstellend.
Ja, die uns aktuell gerade recht verlässlich zuhört. Ja, 4 Minuten noch. Lange aber nicht mehr, die Zeit läuft ab. Daily Dungeon muss ich noch machen. Vielleicht mache ich irgendwie noch so 1, 2 andere Dungeon Runs, einfach mal schauen. Wenn, dann rushe ich eh nur durch. Und natürlich muss ich noch Möbel aktivieren. Und ja, Buff-Pad ist halt noch so ein Ding. Ich brauche noch irgendein Pad. Ich meine, ich könnte es halt auf das 5% Pena-Pad draufpacken. Was wirklich mehr als gut genug ist. 5% mehr Pena ist halt wirklich Premium pur. Aber ich muss auch sagen, es gibt halt auch diese 20% Pena und 20% Drop Red Pads. Und halt auch eins mit, ich glaube, Allstats 5, 25% Pena und Droprate. Und eins mit PvE-Schaden gibt es auch noch. Da hätte ich die jetzt halt natürlich lieber. ja. Aber ich will jetzt halt nicht so oft voten, bis ich halt so ein Pad kriege, weil das kann halt 500 Mal sein. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, bis ich so ein Pad kriege. Und ja. Das ist ein bisschen schade jetzt, aber ich muss halt irgendwann ein Buff-Pad jetzt wieder machen und so. Ich kann nicht ewig warten, das geht ja nicht. Deswegen glaube ich jetzt, wo die anderen Beats aus sind, muss ich eigentlich halt loslegen und sagen, okay, mach halt eben so ein Pad. Geht halt nicht anders, ist halt so. Ja. Aber gut, was willst du machen? Ist eben, es ist, wie es ist. Jetzt ein paar Ops wieder einlagern. Ich hab wieder so viel Stuff einfach, das ist brutal. Ah nein, ich hatte noch die Red Drops. Die kosten übrigens nur eins von jedem der drei Items. Und sind damit ziemlich billig. Aber ich hab's verkackt. Scheiße. Naja. Kannst nichts machen. Ich finde es schon schade, dass die Pena hier so extrem gering sind, weil, also, ich meine, im Dungeon droppe ich so 200 bis 500k. Hier droppe ich also gar nichts, also quasi gar nichts. Finde ich das irgendwie nicht so geil, so 10k Pena oder so pro Mob. Ich meine, ja, es sind halt so die richtigen Drops halt, die Drops, die sich halt mit der Pena-Rate des Servers eben verrechnet haben. Aber ja, es ist halt nicht viel irgendwie so. Also da merkt man halt schon so, okay, es ist halt wirklich Low Rate. Aber so in den ganzen anderen Sachen merkt man es dann halt wieder nicht so. Da ist es halt so, naja. So lala irgendwie. Oha, fuck. Jetzt bin ich richtig müde. Laufen. Ein paar laufen noch. 10 Sekunden, okay. Ja, ich bin froh, wenn ich aufhören kann. Jetzt wird's richtig anstrengend. 1,5 Stunden Sport, dann direkt ohne Pause hinterher eine Stunde aufnehmen. Das sind um nachts halb zwei mittlerweile. Das zählt schon ein bisschen. Eigentlich müsste es auch wirklich schnell in die Dusche und dann ab ins Bett. Ja. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nee, stopp. Wir müssen noch das Pad rerollen hier. Scheiße. Warum nicht so langsam? Sind meine Power-Ups genau jetzt ausgegangen? In dieser Sekunde? Gibt's ja gar nicht. 4. Oh Gott, gib mir einfach eine 5. Ich will jetzt nicht. Gib mir einfach eine 5. Stopp, so. Komm. 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 1 gleich. Genau, 1, 3, 4. Schön. Kann man so schön viel Penia verballern. 1, 3, 5, sehr gut.
Gib das ganze Zeug wert. Okay. War es ein bisschen was wert? Nice. Ich spreche nicht, weil ich gerade konzentriert bin. Aber da kommt wirklich ein bisschen Geld bei rum. Ah, ziemlich nett. Okay, so. Genau, dann noch kurz an die Gilde spenden. Kann ich das exkluden? Ich brauche nämlich noch. So, okay. Support beim Zack. Boom. 0,2 Millionen. Achso, die Dinge müssen wir auch noch aufmachen, diese Boxen. Ist klar, natürlich. Power-Ups. Ein Holy. Möbel, ja, die brauche ich jetzt. So. Schau einfach links auf die Anzeige da. Scroll of Bank, lol. Miracle of Pet Tamer, was? Ich gehe was Sachen raus. Head Loot ist ganz komisch. Ganz andere Loot als sonst irgendwie. Okay. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.